Ich möchte Ihnen vielleicht, also erstens mal rede ich sehr laut jetzt heute. Ich habe euren Altersdurchschnitt gehört und ich versuche jetzt mal richtig laut zu reden, dass das bei Ihnen ankommt. Ich habe auch Geheimnisse vor meinem grossen Bruder. Er hat nämlich zwei Engagements vergessen, wieso ich mich wirklich als Unternehmer sehe. Ich bin nicht nur in der Gastronomie tätig, sondern ich investiere immer wieder Geld in Unternehmen, die an der Gastronomie dran sind. Ich bin beteiligt an einer Internetplattform, wo ich das Gefühl habe, ich werde mal wahnsinnig reich damit. Ich habe mir sagen lassen, dass 9 von 10 Startups zerbrechen. Wir sind kurz davor, dass ich dort richtig viel Geld ins Sand setze. Nichtsdestotrotz, ich würde das wieder machen. Ich bin von dieser Idee begeistert gewesen. Auf der anderen Seite bin ich an einem Buchhaltungssystem beteiligt. Wieder Erstrundenaktionär und über das Buchhaltungssystem ist es uns gelungen, unsere Lohnstückkosten, die einer der grössten Faktoren sind in der Gastronomie, zwischen 8% und 12% zu senken und stabil unten zu behalten. Ich bin da sehr stolz drauf. Ich verdiene aber auch dort noch kein Geld damit. Der Türler weiss, ein Wagzäufer ist immer ein Stier, ein Sieg, hat nie Geld und als Protestant ist das doppelt so schwierig für mich. Aber jetzt möchte ich eigentlich zu der Eco, damit ihr nicht einschlafen. Für die nicht schlafen, ich habe wirklich einen Weinhandel. Also die nicht schlafen, haben dann die Chance, mit mir so ein bisschen auf Freunde zu machen und dann ab und zu im Bäderhof sehr gute und sehr teure Weine als Handelspreis können, zu erwerben. Ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine kurze Reise. Ich möchte Ihnen zeigen, wie ich als Unternehmer, jetzt nur als Gastronom, mit sogenannten Megatrends umgehe. Und sofort versuchen, das zu einem Vorteil umzumünzen. Ich werde dann ab und zu auf Hochdeutsch reden. Das ist eigentlich die einzige Sprache, in der ich mich sicher fühle und mich gepflegt kann ausdrücken. Entführung und Verführung zum Denken. Erst die Erfindung von Mund und Darm hat es auf der Welt so richtig krachen lassen. Essen ist Trumpf, Essen ist die schönste Nebensache der Welt und Koch ist einer der besten Berufe, die es gibt. Ich habe mir lange überlegt, zu welchem Thema ich aus diesem Füllhorn der Amateur zu Ihnen sprechen könnte. Von den Dekonstruktivisten oder Molekularköchen und ihrer Korrelation zu wirtschaftlichen Auswüchsen. Essen ist auch immer Mode und Ausdruck einer Gesellschaft und ihrem Zustand. Die neuesten Trends. Glutenfrei, Dumpster Diver, Superfood. Ich möchte es schnell erklären. Als Koch habe ich in den letzten 20 Jahren nicht so viel Food-Intoleranzen erlebt, wie ich in den letzten 6 Monaten erlebt habe. Ich hatte einen Gast, gehabt, der kam und hat gesagt, ich hätte gerne ein Tartar glutenfrei. Ich lese wirklich viel. Ich bin am Puls der Zeit. Ich bin zum Küchenchef und habe gesagt, what the hell ist ein glutenfreies Tartar? Am Schluss habe ich gesagt, weißt du was, iss doch einfach einen Apfel. Also, das ist... Ja, nein, Entschuldigung, da hat es kein Gluten drin. Oder, dann hat es im Worcester, hat es jetzt im Worcester Gluten drin oder nicht? Das ist ein Trend, aber der Schierlingsbecher würde ich an mir vorbeigehen lassen. Wenn das so weitergeht, werden wir in 20 Jahren sehr eine erfolgreiche Gastronomie haben, wo du nur mit Intoleranzen kannst essen kannst. Das interessiert mich aber nicht. Ich will gerne ein Tartar, rohes Fleisch mit gutem Gewürz. Und dann wird ich halt ein Kritik, das ist mir wurscht. Dumpster Diving kommt aus der Zero Waste Gesellschaft in Amerika. Das sind für mich die harten Pioniere. Die haben wahrscheinlich Intoleranzen im Riechorgan. Die gehen also in die Container von den Grossverteilern, fischen Abfallsäcke raus, suchen nach Lebensmitteln in der Originalverpackung, nehmen das heim und essen das. Das ist ein intellektueller Ansatz. Ich war einmal Fan von der Martina Navratilova und von François Mitterrand. Man hätte mal komische Ideen im Leben, das darf es ruhig geben. Superfood ist ein riesiges Thema. Im Augenblick gibt es im Coop sogenannte Goji-Beeren. Das ist anscheinend eine hochpotente Beere, die euch ein längeres Leben bescheiden sollte. Ich glaube, die Rotarier über 80 kennen das Beere nicht, leben aber trotzdem lang. Es gibt die Chiasamen, das ist ein wunderbares Lebensmittel. Es kommt alles aus China, es ist Importware. Wenn ihr Blaubeere esst, wenn ihr Sonnenblumenkerne schrotet und das ins Müsli tun, habt ihr etwas gleich. Meine Wahl fällt auf etwas anderes. Wastefood. Fakt ist, die Erde verändert sich. Fakt ist, dass wir mehr produzieren, als wir konsumieren bei einem sehr unfairen Verteilschlüssel. Fakt ist, dass in der Geschichte der Menschheit viel mehr historische Gegebenheiten mit Nahrungsmitteln zu tun haben, als wir das gerne zur Kenntnis nehmen.
Sun Tzu ist die Kunst des Krieges. Ich bin ein Fan von François Mitterrand. Das ist ein Buch, das er gelesen hat. Ich habe es auch gelesen. Ich bin heute noch Fan vom Buch. François Mitterrand habe ich abgehandelt. Sun Tzu ist etwa 2000 Jahre alt. Und da drin findet man das erste Mal Denkansätze, wie man mit Ressourcen, also Lebensmitteln, umgeht. Im Sinne von meine Armee, die Armee vom Gegner, mein Land und das Land vom Gegner. Sun Tzu kann man zusammenfassen, wer Krieg führt, hat schon verloren. Für mich als Koch ein sehr schöner Ansatz. Wir haben das Imperium Romanum. Der Betriebsausflug von Julius Caesar mit 30'000 von seinen besten Gopins ist hinlänglich bekannt. Neben der amorösen Affäre mit einer der begehrenswertesten Frauen hat er aber auch den Weizen, den das Imperium gebraucht hat, gesichert. Man hat das Imperium ernähren und das war sein Grundauftrag gewesen. Die Französische Revolution. Das vorrevolutionäre Frankreich ist der Boden für die Revolution längstens gesetzt. Aber er ist in den Salons gesetzt, bei den Reichen, bei der Nobilität. Und die haben genug zu essen. Aber der Furor auf der Straße, das war die Wut im Bauch des Volkes, die das Ancien Regime weggespült hat. Notabene der arabische Frühling. Ich könnte allein einen Vortrag darüber halten, über den arabischen Frühling. Ich erspare euch das. Das sind meine politischen Ansichten. Ich bin Koch, ich behalte das für mich. Wer wissen möchte, wie das aussieht, soll sich die Bilder des arabischen Frühlings ansehen. Menschenmassen aufgebracht, hungrig, verzweifelt und das vor den Toren Europas. Ich muss Zeitungen auftun, haben wir die ganze Zeit. Wir sind eigentlich umzingelt davon. Die große Herausforderung der nächsten Generation werden sein, mit der Dynamik des Wetters und den daraus resultierenden Unsicherheiten in den Agrarregionen umzugehen. Nicht Auto, Uhr und Anzug werden die neuen Statussymbole sein, sondern wer ist wann, was und in welcher Qualität. Zusammenfassung. Waste Food ist die Differenz zwischen Produktion und Konsumation. Allein in der Schweiz werden jedes Jahr ca. 2 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen oder ein Drittel der Produktion. Wir haben hier eigentlich jemanden, der schon das Geschäftsmodell aus dem gemacht hat, Biogas. Ich finde es schön, dass Sie heute da sitzen. Bitte immer dreinreden, wenn Sie das Gefühl haben, dass ich ein Seich erzähle. Als Beispiel, man redet von den Weltmeeren, die überfischt sind. 4/5 von der gesamten gefangenen Fischmenge im internationalen Fischerei, 4/5, geht direkt wieder über Bord. Die Viecher sind alle tot. Alle tot. Die Schwimmblase reisst, man holt sie auf grossen Tiefen raus, man rührt sie wieder rein. Das ist verloren. Es ist nicht so, dass wir zu viel Fisch essen. Wir essen zu viel vom falschen Fisch. Wir müssen alles benutzen. Als ich das erste Mal die Zahl von 2 Millionen Tonnen zurück in die Schweiz, 2 Millionen Tonnen Lebensmittel gehört habe, habe ich versucht, das in einen Frankenbetrag zu gießen. Es wäre mal wahnsinnig spannend, zu hören, wie viel rühren wir denn eigentlich weg. Ich habe das nicht geschafft. Ich habe es für mich versucht aufzusplitten, Mannstunden. Also was passiert auf den Äcker, Bauern, wie viele Stunden, Betriebskosten. Der Verkehr, die Lastwagen, die uns alle nerven auf der A1. Es wird aus dem Agrargebiet in die Stadt gebracht. Ihr müsst mal auf den Angromärkt gehen. Wie viel braucht es denn, um eine Stadt Zürich ernähren? Das sind gigantische Zahlen. Die Sünde. 45% dieser 2 Millionen Tonnen, 45% schmeißen die Haushalte weg. 30% die verarbeitende Industrie, 13% die Landwirtschaft, je 5 Gastronomie und Detail und 2% der Großhandel. Zwei Zahlen haben mich sofort elektrisiert, als ich sie gelesen habe. 30% verarbeitende Industrie und 13% Landwirtschaft. Ich habe praktisch mit allen Interviews führen, außer die verarbeitende Industrie. Ich setze jeweils, wenn ich ein Interview möchte, meine Servola-C-Prominenz ein und versuche, einen Interviewpartner rüberzukommen. Ich habe mit einem grossen Konfitürhersteller versucht, ein Gespräch zu bekommen. Die haben nur abgewunken und gelacht und gesagt, zu diesem Thema möchte ich nicht mit ihnen reden. Die 45% Privathaushalte, das sind wir alle da miteinander. Wir sind die grössten Verursacher. Jetzt, ich weiss ja nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Ich habe einen epischen Kampf mit meiner Frau jeden Freitag, bevor wir am Samstag gehen posten. Sie rührt mir alles entgegen, sagt, läuft heute ab, läuft morgen ab, ist gestern abgelaufen. Und ich sage, hallo, das ist mindestens eine Woche über das Datum haltbar. Im Minimum. Oder? Lustig ist an diesen Zahlen, dass je mehr die Wertigkeit vom Wirtschaftsgut da ist, nämlich Detailhandel, Gastronomie und Grosshandel, geht die Wegwerfzahl massiv runter.
Aber was hat mich interessiert? Die 13% aus der Landwirtschaft. Da habe ich für mich jetzt, Megatrend, sofort die Chance gesehen, da könnte ich doch Geld verdienen. Ich mache eine Modellrechnung. Nehmen wir an, ein Demeterhof, mit dem wir zusammenarbeiten, kommt für das Kilo Rüebli 10 Rappen über, wenn er es am Grossverteiler verkauft. Und von dieser Rüebli-Ernte, und ich sage jetzt die 13%, das ist die tiefste Zahl, die der Bauernverband angibt, das ist zum Teil wesentlich höher. 10 Rappen fürs Kilo geht, und das sind nur die schönen kalibrierten Rüebli, die ihr zuhause essen und verkochen. Oder? Jetzt gibt es aber die mit zwei Füßchen, es gibt krumme, es gibt... Jetzt sage ich, wenn ich als Doppelkilo für 5 Rappen könnte bekommen könnte, dann könnte ich plötzlich anfangen, Geld zu verdienen. Ich muss jetzt nur den Bauern dazu bringen, dass ich an die Lebensmittel herankomme. Was ich auch nicht machen kann, ist bei euch zuhause mit dem Leiterwagen durchfahren und den ganzen Gammel mitnehmen. Dann würde nämlich er mir den Kopf abreißen und sagen, du, lass drübel, du bist im Old Fashioned so teuer, ich hätte gerne richtig gute Lebensmittel. Was klar ist, wir müssen, also ich für mich gesehen, in diesem Trend eine Chance, wie ich meinen Einkauf kann verbilligen kann. Und ich verdiene, ich mache die Schlacht heute nicht mehr am Verkaufspunkt, ich schlage sie beim Einkauf. Je günstiger und besser, dass ich einkaufen kann, umso mehr Geld verdiene ich. In der Schweiz ist gegen oben hin, eine Bratwurst kostet 6,50, ich kann sie nicht für 59 verkaufen. Aber wenn ich sie für 80 Rappen kann einkaufen kann, anstatt für 1,10, dort besteht für mich eine grosse Chance. Warum verschwenden wir so viele Nahrungsmittel? In der ersten Welt geben wir zwischen 3-8% unseres Lohnes für Lebensmittel aus und so kommt es zu diesen 45%. Diese Handvoll Dumpster-Diver werden auch in absehbarer Zeit daran nichts ändern. Afrika. In Afrika werden zwischen 40-80% des Lohnes für Lebensmittel ausgegeben und der Anteil Food Waste ist deutlich unter 5%. Für Afrika sind das eigentlich sehr gute Zahlen. In diesem Garten Eden gehen durch jahrelanges Missmanagement ganze Produktionen, werden ganze Ernten vernichtet oder ganze Produktionen gehen verloren. Wo ich in die Lehre gegangen bin, ist Afrika einer der grössten Kakaoproduzenten gewesen. Wer den Börsenkurs von Barry Callebaut anschaut, mit Schoki kannst du richtig viel Geld verdienen. Schoki ist eines der wenigen Lebensmittel, wo rund um die Welt gegessen wird, mit grossem Enthusiasmus und wo es noch keine Intoleranz gibt. Ich finde das lustig, ich kenne keinen Menschen, der auf Schoki allergisch ist. Das ist mal, wäre mal noch eine separate Betrachtung wert. Wieso verschwenden wir? Der Konsument verlangt, also wir alle miteinander, da bin ich nicht ausgenommen, der Konsument verlangt nach dem perfekten Produkt, nicht Geschmack und Form sind ausschlaggebend, sondern nur noch die Farbe. Vor allem in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrtausends wurde durch die Werbung ein Bild kreiert, das bis heute nachhalt. Wir haben über Magazine, Fotobücher, Rezeptbücher, früher sind das lang, Druck, Zeichnungen, wir haben plötzlich ein Bild bekommen. Ich habe dann einen alten Haudegen aus der Werbung angerufen und habe gesagt, so oft hast du bei mir gegessen, mich zusammengeschissen, dass ich nicht gut koche, jetzt hast du eine Bringschuld, jetzt erklär mir mal, wie das stand ist. Und er hat gesagt, Erik, in der Werbung muss immer alles perfekt sein. Also die Mädchen, die wir heute in der Werbung sehen, die sehen nicht so aus. Unsere Autos, die wir in der Werbung sehen, kaum fahren wir vom Garagenhof, sehen die auch anders aus. Also Werbung ist Betrug. Aber für uns Konsumenten hat sich das Bild verfestigt. Wir wollen das so. Und das ist ein riesiger Fehler. Wir haben das Produkt so weit verändert über unser Auge, dass wir eigentlich nicht mehr das essen, was gut ist, sondern wir essen nur noch das, was schön ist. Mein Bruder hat erzählt, bei wem ich sozialisiert worden bin in der Küche. Max Kehl, Heinz Witschi, Horst Petermann. Ich behaupte, dass ich eine der letzten Kochgenerationen bin, die aus dem Vollen schöpfen konnte. Wir haben das erste Mal Importware gehabt. Das heisst, wir haben 1984 über den Max Kehl haben wir Kobe Beef und frische Wasabi-Wurzeln importiert. Wir haben noch alles, was die Jagd zu bieten hatte, haben wir bekommen. Wir haben alles dürfen benutzen. Ich kann Ihnen sagen, heute ein Turbo Wildfang kostet 100 Stutz, wenn er ihn überhaupt überkommt. Also wenn heute ein grosser Fischhändler in der Stadt Zürich einen Turbo hat in der Grösse von dem Tisch, dann hat der Küchenchef, den er anruft, die zahlt 100 Steifes Kilo. Und dort hat man 75% Abfall dran. Könnt ihr euch also vorstellen, was für den Turbo muss verlangt werden, dass er überhaupt noch wirtschaftlich ist. Wenn ich heute 20 Jahre jünger wäre und über sehr viel Geld verfüge, würde ich sofort Aquafarming anfangen. Das kann eine der Lösungsansätze sein, auf den, nenne ich jetzt einmal, Kollaps, der mir zulaufen. Folgen. Ich habe vorher vom Klimawandel geredet. Wenn Sie mit Bauern reden, dann ist
Wassermangel ist im Augenblick ein riesiges Thema in der Schweiz. Es ist nicht der Mangel an Wasser, es ist, dass das Wasser zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Bisher haben wir uns darauf verlassen, wir säen, es kommt Regen, es kommt Sonne, wir ernten. Wenn dieser Zyklus auseinanderbricht, dann haben wir richtig grosse Probleme. Jetzt, der Mensch ist technisch so weit, die Expo in Mailand, Feeding the 8 Billions, da gibt es Lösungsansätze. Wir werden es immer wieder können lösen. Immer wieder. Aber auf dem Weg dorthin werden wir sehr viele Menschen verlieren, die einfach die Verlierer werden sein von dieser Tendenz. Ob der Klimawandel vom Mensch gemacht ist oder nicht, für das bin ich nicht da zum Reden. Ich bin da als Koch und ich kann Ihnen sagen, die Veränderungen sind massiv und ich in der Küche, ich merke das. Ich habe das ja das erste Mal seit langem richtig gute Beere, weil wir einfach viele Sonnenzeiten haben. Wenn Sie aber mit den Höfen reden, die sind panisch. Die Böden sind am Vertrocknen, die sagen, hey, wenn das so weitergeht, wir wissen nicht, wie wir den Winteranbau machen sollen. Die Böden sind komplett am Vertrocknen. Wasser ist ein zweites Megathema. Ich finde, Kalifornien ist mein Lieblingsstaat. Ich bin kein Freund von Amerika, aber ich bin ein Fan von Kalifornien. Kalifornien ist die siebtgrößte Industrienation, die es gibt. Aber für mich als Koch viel spannender ist die fünftgrößte Agrarnation, die es gibt. Im Augenblick hat Kalifornien historische Dürre. Was machen die also? Es gibt die Bills of Water, das sind die alten Wasserrechte, zum Teil über 100 Jahre alt. Jetzt, die fangen zuerst mal an Grundwasser anbohren. Bisher ist das Wasser in Flüssen, ist von der Sierra oben runtergekommen und jetzt fangen sie an, ihr Grundwasser anzapfen. Man weiss aus Amerika und zum Teil aus Südamerika, wenn ich das mache, habe ich tektonische Verschiebungen. Und jetzt wieder spannend, die Banken, die uns retten, ihr glaubt es fast nicht, aber es wird so sein. Banken und Hedgefonds haben angefangen, Berechnungen anzustellen. Wie viel Geld das kosten wird, die Schäden an der Infrastruktur im Staat Kalifornien, an Strassen, Brücken und Gebäuden. Und mir ist sich jetzt schon klar, das Verdörren von der Agrarnation wird Kalifornien weniger kosten, als wenn sie alle Brücken und alles neu bauen müssen. Ich komme zum Ende. Ich habe Ihnen versucht zu zeigen, wie ich mit dem Megatrend umgehe und was alles für Faktoren rundherum sind. Für mich ist der Megatrend die 13%, die im Acher drin bleibt. Die 45% kann ich nicht lösen. Ihr seid sehr viele Männer da. Ich kenne den Kampf gegen die Hausfrau, verlierst du. Du hast keine Chance. Den Kampf vor dem Eisschrank habe ich schon verloren. Oder? Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich mir heimlich mit meiner Tochter abgelaufene Schinkensandwich mache und die dann vor dem Fernsehen essen. Wir vergessen dann beide immer Brösmali aufzulesen und meine Frau merkt es trotzdem. Meine grosse Chance sehe ich bei diesen 13%, wenn ich versuche, meinen Einkauf so zu verändern, dass ich mehr Geld kann verdienen kann. Ihr werdet in Zukunft sehr viel über Waste Food hören, es ist ein grosses Thema. Ihr werdet auch Konzepte hören, es werden im Augenblick Konzepte geschrieben, wo man Waste Food kann go essen. Ich bitte euch, unterstützt das. Aber schaut auch immer oder fragt die Konzepte an, wo habt ihr den Waste Food geholt? Also die 45%, das ist ganz klar, das findet nicht statt. Ich darf mit Leuten vom Globus reden, das ist der einzige Name, den ich nenne. Die haben gesagt, das sei für sie okay. Ich habe sie gefragt, würdet ihr den Akkord geben, dass wir Waste Food von euch benutzen können? Die haben ganz klar abgewunken und gesagt, Global steht für eine gewisse Qualität und wir wollen das Risiko nicht eingehen, dass wir, wenn mit dem gekocht wird, außer Haus und wir den Einfluss auf das Produkt verlieren, dass nicht etwas passiert. Vielleicht findet das Umdenken statt, das weiss ich nicht. Ich komme zum Ende, wenn jemand Fragen hat, ich bin gerne da. Ich hoffe, das Biogas fragt mich am Schluss, weil der ist sattelfest auf dieser Materie.